Und sobald jemand beim Cheaten erwischt wird, dann bekommt er, komm, wir sagen einfach mal, den kleinen Finger abgeschnitten. Was glaubt ihr, wie viele Leute werden dann noch cheaten? Vielleicht auch öffentlich mal ein oder zwei hinrichten. Also durch, keine Ahnung, Haut abziehen oder sowas, so kleine Sachen. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde Cheater zerficken. Wir hoffen einfach mal darauf, dass es der ultimative motherfuckende Cheater ist. Oder vielleicht mal wieder jemand, der gar nicht cheatet, wer weiß. Im Moment hat er die Jungs noch ziemlich gut im Auge da durch die Wand. Aber ich will nichts behaupten am Anfang, ich will nichts sagen. Warum geht er nicht durch? Vielleicht, weil er weiß, dass Hedge da steht und ihn gleich fickt. Wir warten. Guck mal, ja, jetzt geht er raus. Ich will nach wie vor nicht zwingend, doch, das ist Wallhack. Dieses Arschloch. Schade, dass wir andauernd nur Wallhacker haben. Kann der bitte auch noch irgendwie was anderes mal haben gleich? Kann der anfangen zu fliegen? Bitteschön. Wäre echt edel von ihm. Und warum leckt der eigentlich so? Und der leckt voll hin und her, der Bock. Weißt du, der ist richtig scheiße. Jetzt geht er wahrscheinlich direkt durch, weil er sieht, dass alle B sind, ne? Da ist ja niemand mehr. Er muss den Schein noch wahren. Guck mal, wo er eben 30 Stunden gestanden ist, rennt er einfach durch. Er rennt einfach durch. Gut, die Mates haben vielleicht auch gecallt. Klar, weil eben wurde B überrannt, also... Aber er hat jetzt wirklich überhaupt keine Vorsicht walten lassen. Er ist einfach durchgerannt, weil er genau weiß, wo sie stehen. Der dreckige... Ha, ja, es wäre wirklich schön, wenn solche Leute physisch tatsächlich Schaden erleiden würden. Also, Cheater. Man müsste die Accounts noch besser an die Menschen binden über diverse IDs, ID-Cards, Perso, keine Ahnung, dass wirklich jeder nur einen einzigen Account haben kann. Oder zumindest nur einen einzigen Account, mit dem er Matchmaking spielen kann. Alle anderen Sachen können ja ruhig noch gehen, beziehungsweise wenn man einen zweiten Account braucht, um seine Items abzulegen, so wie ich einen habe, weil ich so viele CSGO-Items habe, dann ist es völlig in Ordnung. Man sollte die Accounts fester an die Leute binden. Und sobald jemand beim Cheaten erwischt wird, dann bekommt er, komm, wir sagen einfach mal, den kleinen Finger abgeschnitten. Was glaubt ihr, wie viele Leute werden dann noch cheaten? Glaubt ihr, es gibt dann überhaupt noch welche? Und was glaubt ihr, wie viele Leute würden die Finger verlieren, wenn man das stillschweigend einführen würde? Einfach so, jetzt ist es übrigens so. Und man würde die Leute halt einfach finden, weil das ein Wunschtraum von mir ist. Ich denke, es würde einigen Leuten einen Finger fehlen. Vielleicht auch zwei kleine Finger. Wer weiß, wer weiß. Es ist einfach eine Traumvorstellung. Klar, natürlich. Es ist nicht so einfach. So ein Finger, der muss ja fest durchpetzen. Da ist Material drin. Der muss richtig dick abpetzen. Da musst du Leute einstellen, die musst du noch bezahlen, die Finger abpetzen. Gut, da wird es wieder unrealistisch. Ich merke schon, man muss dann wirklich einiges an Geld ausgeben, dass diese Kinder auch ihre Finger verlieren. Ich kann hier nämlich wieder an der Spielweise erkennen, dass es ein kleines Kind ist. Lass mich kurz das Geschlecht überprüfen. Warte kurz. Ah ja. Das ist ein kleiner Junge. Das sieht man an den Rechtsschaubewegungen. Da kann man das dran erkennen. Es ist eine schöne Idee, aber die Leute, die diesen Job machen müssen, die haben mir dann auch echt gelitten, weil du musst wirklich feste drücken, um so einen Finger abzubrechen. Vielleicht auch abbrechen. Vielleicht nach hinten umbiegen, bis er gebrochen ist und dann abreißen. Könnte man machen. Ich denke, das wäre eine kleine Lehre für die Cheater. Vielleicht auch öffentlich mal ein oder zwei hinrichten. Also durch, keine Ahnung, Haut abziehen oder sowas. So kleine Sachen. Dass die Leute einfach erkennen, oh ja, ich sollte vielleicht nicht mehr cheaten. Ist das eine Idee? Ja, ist eine Idee. Hat er überhaupt noch Cheats an gerade? Oh, wie er ganz genau über... Guck mal, wie er... Mich macht das einfach ultra wütend. Wie kann man nur so ein Stück Scheiße sein? Er ist einfach nur ein Fleischhaufen, der es nicht verdient hat, überhaupt am Leben zu sein. Und dann ist er aber trotzdem am Leben. Das ist halt echt scheiße. Das ist unfair. Ja? Das ist echt unfair und so. Sehr coole Leute, ja? Sterben. Aber so jemand darf auf der Welt herumspazieren und in den Spielen so eine Scheiße machen. Aha. Ich verstehe nicht so ganz. Wenn ich der König von Deutschland wäre. Wenn sie alle gefickt. Aber hart. Fuck him to death. Dann ist er wirklich schlecht wie ein schlechter Spieler. Besser kann man es, glaube ich, nicht beschreiben. Meine Vergleiche sind scheiße wie scheiße. Also optimal. Man sollte da wirklich ein bisschen stärker vorgehen können. Aber es ist natürlich extrem schwierig. Leute, ihr wisst, dass Big Walter und ich die GTA-Sache da im Angriff genommen haben, ne? GTA 5. Die besten GTA 5-Videos gibt es jetzt endlich im Internet. Und zwar auf Big Wallens und meinem Kanal, immer abwechselnd. Und ich habe jetzt vor kurzem nur zufällig wieder so eine behinderte Lobby gesehen, also live im Spiel, wie jemand sagt, kommt rein, ganz viel RP und ganz viel Geld. Und ich denke mir halt sofort, ich bin ja nicht behindert, natürlich gehe ich da nicht rein. Vor allem für unsere Aufnahmen. Wir wollten in dem Spiel Spaß haben und nicht so eine behinderte Scheißkacke machen. Und bei GTA Online haben an sich nicht nur Hacker den schlechten Ruf, sondern Modder haben noch einen viel schlimmeren Ruf. Rockstar geht dagegen vor, indem sie so ein merkwürdiges Programm implementiert haben, das eben Leute erkennt, die cheaten, beziehungsweise modden. Aber es funktioniert wohl nicht richtig. Manche Leute werden einfach so gebannt. Also wirklich Accounts, die Jahre alt sind, in die Geld gesteckt wurde und die schon sehr, sehr viel Geld verdient haben, um sich Yachten und alles Mögliche zu kaufen. Oder eine Yacht, ich weiß nicht, wie viel man haben kann. Die ein CEO sind, die eine Biker-Gang haben und so weiter und so fort. Die Leute werden gefickt, die nichts dafür können. Ich habe sogar schon von Fällen jetzt gelesen. Ich sage euch gleich, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe von Fällen gelesen. Ah, fuck, ist schon vorbei? Wartet kurz. Ich würde sagen, das ist so richtig. Ich habe jetzt auf Aim nicht so richtig geachtet, aber er hat Vision. Alle anderen Overwatcher werden ihm auch Vision drücken und er wird gebannt. Ich habe von Fällen gelesen, dass spawnen manche in der Public Lobby, GTA, wollen ganz normal vor sich hinspielen.
Spielen sind reine Bürger, weiße Jacke an, noch, wie heißt es? Weißes Kleid. Wenn man nichts getan hat, halt unschuldig. Und ein Modder kommt, oder sie gelangen in das Spiel eines Modders. Ich weiß gerade nicht so genau, ob die in eine Mission von einem Modder gehen oder der Modder kommt schon im Public-Ding. Aber er kommt und beschießt sie mit Geld. Man kann da diese Geldscheine aufheben, wenn du jemanden erschießt, liegt der Geld rum. Der beschießt die Leute mit Geld, dass sie aufsammeln, der Account wird voll und im Nachhinein wird das als Cheat erkannt oder als Mod oder als Hack und dann wirst du gebannt. Dafür, dass du nichts gemacht hast und dir irgendein räudiger Hurensohn Geld zugeschissen hat. Es ist natürlich der Hauptgrund, der Hauptfehler liegt an den Leuten, an den Menschen an sich, dass die so eine Scheiße machen. Klar, logisch. Aber es ist auch krass, dass GTA zulässt, dass solche Leute gebannt werden. Dann würde ich doch einfach als vernünftiger Mensch sagen, scheiß doch der Hund drauf. Wir gehen lieber mal das Risiko ein, dass einige Modder mit sehr viel Cash auf dem Konto rumlaufen, anstatt dass Leute, die wirklich Jahre in das Spiel stecken, auf einmal ihren Progress verlieren. Du wirst nämlich dann gebannt und kannst deinen Account irgendwie x Monate, Tagen, Wochen nicht benutzen. Dann ist der Account wieder frei, aber alles wurde resettet, was du jemals gemacht hast online. Jeder, der mal ein bisschen Zeit in ein Online-Spiel gesteckt hat, in dem man Progress ansammeln kann, wie zum Beispiel bei WoW, Gold und Level, stellt euch mal vor, ihr werdet einfach aufgrund dessen, dass jemand anderes euch ficken will oder euch zufällig gefickt hat, wortwörtlich, gebannt. Alles ist weg. Diesen Moddern ist ein ganz besonderer Platz in der Hölle zugeschrieben, auf jeden Fall. Das wollte ich euch nur sagen. Ich hoffe, dass und mir sowas nicht passiert. Wir halten uns natürlich von diesen Lobbys an sich fern. Wir spielen zu zweit unseren Kram, gehen auch in Lobbys mit anderen, aber in normale GTA-Lobbys, in ganz normale Spiele, in Sachen, die von GTA abgesegnet sind und nicht irgendwas, wo man unmöglich viel Geld bekommt für rumstehen. Wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben. An der Stelle hätte ich noch eine sehr wichtige Frage an euch. Was sollte man eurer Meinung nach mit Hackern und speziell jetzt Moddern, aber diesen negativen Moddern, nicht den coolen Moddern, die geile Mods für Skyrim rausbringen, die einfach wunderschön aussehen, sondern diesen Hurensohn-Moddern, also deren Mütter und vielleicht auch Väter, ihr wisst schon, am Anschaffen sind, aber hart. Was sollte man mit so Menschen machen? Ich habe vorhin so ein paar Sachen genannt, wie Haut abziehen, Finger abschneiden. Diese üblichen Sachen halt, die sich jeder von euch wünscht. Aber was würdet ihr darüber hinaus noch machen? Natürlich von der Giraffe zu Tode rammeln. Ich weiß, aber was noch? Wisst ihr es? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hab ich gesagt. Ciao.